Ist das Ihre Wohnung? Nee, oder? Okay. War mal meine. Ja, mein erstes Homeoffice. Ja. Ich habe schon manchmal Angst gehabt nachts, dass halt irgendwie die Polizei reinstürmt oder so. Und das lag hauptsächlich darin, dass wenn man die Tür hier aufmacht und die dann zuknallt, die knallt halt richtig zu und ich höre die dann direkt dort. Und jedes Mal, wenn die zugeknallt ist, bin ich so aufgewacht. Wow, ich hoffe, es ist nicht die Polizei oder so. Mein Bruder sagt immer zu mir, du bist two-faced, du hast zwei Gesichter. Das eine, wo du halt gut zu den Leuten bist und das andere, was so böse ist. Ich wollte eigentlich, dass alle stolz auf mich sind, dass ich alle Erwartungen erfülle. Guter Sohn, guter Bruder, gutes Enkelkind und so weiter. Und boah, ich will aber auch was anderes, aber irgendwie scheint es schlecht zu sein, was ich da will. Wieso bin ich so? Ne? Und dann, das geht immer so weiter und so weiter. Und irgendwann glaubt man halt, man ist überzeugt davon, ich bin einfach schlecht. In einer Woche haben wir 13.000 Euro gemacht. Das war hier tatsächlich der erste große Fall, der überhaupt bekannt wurde und war letztendlich der Auslöser für eine Vielzahl von Fällen, die wir dann noch bearbeiten haben. Für mich war meine Tastatur wie so eine Kasse. Tipp, 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 tipp und zack, Geld rein. Es ging einfach alles so schnell und so einfach. Und Gier frisst Hirn. Ich bin in Herrenberg geboren und aufgewachsen. Meine Eltern sind türkischer Abstammung. Was halt bei mir ein bisschen anders ist als bei meinen Mitschülern, ist, dass ich konservativ erzogen wurde. Ich war oft in der Moschee an Wochenenden. Als meine ganzen Mitschüler in der Pubertät dann halt ihre ersten Erfahrungen mit Alkohol gemacht haben oder in die Partys gegangen sind. Und all das war halt nicht so gern gesehen. Ja, hier waren Emre und ich auf der Schule. In der 7. Klasse sind wir in die gleiche Klasse gekommen. Der Emre war schüchtern. Wir waren sowieso so ein bisschen eher die Außenseiter. Mit Mädchen hat er gar nicht gesprochen. Aber meiner Meinung nach war einfach da diese Blockade, die Religion. Also das ist ja die beste Kontrolle durch Religion, wenn man sagt, okay, Gott schaut und sieht alles. Ich glaube, es gibt viele türkische Familien, die so sind, wo der Vater einfach die Diktatorrolle einnimmt. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich als Sohn komplett versage und ihm nicht gerecht werde. Ich weiß nicht, ich hatte Angst, sage ich mal ganz ehrlich, vor ihm. Finanzen hat für mich deswegen Freiheit bedeutet, weil das das einzige Mittel war, womit mein Vater uns kontrollieren konnte. Und deswegen war so, hey, sobald ich mein eigenes Geld habe, kann ich mir meine eigene Wohnung leisten. So ein iPhone, PlayStation, irgendein Rechner oder so. Ich wollte solche Gadgets haben. Diese erste Straftat, wo ich Sozialstunden bekommen habe, war, wir haben diesen Perso im Supermarkt auf dem Boden gefunden. Und anstatt den zum Beispiel an der Information abzugeben, haben wir dann halt gedacht, hey, wir können doch irgendwie auf Rechnung bestellen im Internet, auf den Namen. Lieferadresse halt Großeltern angegeben, als sie nicht da waren. MacBook bestellt, er hat die Rechnung bekommen. Wir haben einfach nur gedacht, wow, wir können schnell irgendwie an Geld kommen. Aber das ging auch relativ schnell, dass die Polizei dann kam und so, ey, was habt ihr da gemacht? Und dann ist es auch noch eine Bestärkung für mich so, oh Mist, ich bin echt ein schlechter Sohn. Wieso bin ich so? Ne? Und dann, das geht immer so weiter und so weiter. Und irgendwann glaubt man halt, man ist überzeugt davon, ich bin einfach schlecht. Und das bin ich einfach. Und dann macht man halt immer mehr und sieht eigentlich nicht so wirklich mehr einen Ausweg. Und dann bin ich mehr und mehr in diese IT-Welt, Computer, Internet eingetaucht. Wo ich dachte, okay, hier gibt's glaub Geld. Und
plötzlich waren da diese Foren, also ich habe sie immer schwarze Foren genannt. Ich so, wow, was geht hier ab, was ist das? Die Leute, die reden hier, als wären die unantastbar. Hier werden über irgendwelche hohen Summen geredet, die hätte ich mir nie erträumen können. Ich habe auch einen Adrenalinkick bekommen, ich habe Euphorie bekommen und ich habe mich da drin voll verloren. Da stand drin, wie man die Deutsche Bahn betrügen kann. Relativ simpel. Das erste ist ein Bankdrop kaufen. So, um diese Karte zu empfangen, brauchst du einen Briefkastendrop, nennt man das. Das heißt, du gehst einfach in irgendein Haus, das leer ist. Füllst dann den Briefkasten mit Zeitung, so dass quasi, wenn da ein Brief eingelegt wird, der ganz oben landet, so dass du den leicht rausfischen kannst. Habe ich dann auch gemacht. Also hatte ich dann jetzt schon mal dieses gefälschte Bankkonto. Ich habe die Bahntickets ja auf Mitfahrgelegenheit inseriert. Zum Beispiel, ich biete eine Bahnfahrt von Stuttgart nach Hamburg an für 40 Euro statt für 120. Und Gier frisst Hirn. Es waren nicht ein, zwei Mails oder Anfragen, die pro Tag reingegangen sind. Es waren Dutzende, Hunderte manchmal. Die Leute von Mitfahrgelegenheit schicken dann am Ende die 40 Euro jeweils auf das gefälschte Bankkonto und dann füllt sich dieser Bankdrop. Ja, das Ganze begann im Mai 2012, als uns hier auf der Dienststelle in Kassel ein Anruf eines Kollegen aus Heilbronn erreichte. Dieser erzählte uns, dass bei ihm ein Mann sitzen würde, der Anzeige gemacht hätte, weil im Zug nach Hamburg eine Frau sitzen würde und das Ticket, das die Frau benutzt hat, bei der Deutschen Bahn mit seiner Kreditkarte bezahlt wurde, obwohl er selbst die Frau gar nicht kannte. Mehr Informationen hatten wir zunächst nicht, entschlossen uns aber, zum Zug zu gehen, die Frau vom Zug zu holen und das Ganze zu prüfen. Tatsächlich saß sie auf dem vorgegebenen Platz und erzählte uns dann, dass sie das Ticket bei der Mitfahrzentrale ordnungsgemäß gekauft hätte. Sie hatte das Ticket bezahlt, überwiesen und hätte es per E-Mail zugeschickt bekommen. Dann habe ich mir diese Sache noch mal durch den Kopf gehen lassen und überlegt, wie kann das sein? Muss ja was dahinter stecken. Habe dann selbst bei Mitfahrzentrale recherchiert und stellte fest, dass da sehr viele Bahntickets angeboten werden. Unter anderem von einem Sebastian Götze. Und das war exakt derselbe Name, den die Frau auch angegeben hatte. Mit dem Sebastian Götze hätte sie auch kommuniziert. Für mich war meine Tastatur wie so eine Kasse. Ich tipp, 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 tipp und zack, Geld rein. Und diese Leute sind wirklich Bahn gefahren. Da waren Schulklassen gefahren, sind irgendwelche Familien, irgendwelche Leute, die ihre Verwandten, Geliebten oder was auch immer besuchen wollen. Um ehrlich zu sein, ist vielleicht assi, das zu sagen, aber ich habe mich schon so manchmal wie so ein Robin Hood gefühlt, ne? Hattest du nie ein schlechtes Gewissen? Wegen?
Weil du die Bahn betrogen hast? Ey, der Zug ist gefahren. Und im Endeffekt habe ich keine Privatperson. Das ist schon mal noch eine andere Sache, einer Oma eine Handtasche zu klauen oder einer Privatperson Geld zu klauen oder jemanden in den Zug zu setzen und zu sagen, hey, fahr für 40 Euro, die Bahn kriegt davon nichts mit oder so. Ja, das ist, da muss man einfach sagen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Er hat die Leute betrogen, ohne zu wissen, wen er betrügt. Da haben wir in manchen Fällen richtig Elend erlebt, nämlich Familien, die am Ende ihrer Grenzen waren, weil die Kreditkarte eben bis zum äußersten Limit schon am 2. oder 3. des Monats abgebucht war. Bis die Kreditkarte das dann ausgeglichen hat über die Bahn, wo sie das Geld zurückhaben, das hat ja auch längere Zeit gedauert. Da habe ich ein schlechtes Gewissen. Das habe ich auch gar nicht erst davor gedacht. Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, hätte ich auch davor gedacht, hätte ich wahrscheinlich trotzdem weitergemacht, weil ich zu sehr in meiner eigenen Welt war. Ich auch mit meinem IT-Knowledge so habe gedacht, okay, irgendwie passt das ganze Setup, da ist gar nichts, was passieren kann. Aber wenn du halt einen Fehler machst, dann schnappen sie zu, ne? Und jeder macht Fehler. Und das ist dann auch bei uns passiert. Ich denke, dass er, was Computer betrifft, wahrscheinlich denn zumindest mir als Ermittler überlegen ist. Ich bin kein Spezialist da, aber Ermittlungsarbeit ist halt Ermittlungsarbeit. Neben den Recherchen haben wir versucht, den Data aus der Reserve zu loggen, indem wir ihn mit zahllosen E-Mails bombardiert haben. Und als dann immer schneller die Antworten kamen, wir haben also kaum unsere Anfrage abgeschickt, war ein Bruchteil von Sekunden die Antwort da. Das war uns dann sofort klar, das Ganze muss gelaufen sein über eine automatisierte Form. Adash hatte tatsächlich eine solche Seite bestellt. Sein Fehler war eben, dass er bei der allerersten Bestellung seinen tatsächlichen Namen mit reingeschrieben hatte. Ab diesem Zeitpunkt haben wir ihn mit verdeckten Maßnahmen rund um die Uhr überwacht. Wir konnten alles mitschneiden und feststellen, was er denn im Internet geschrieben hat und sonstiges. Er selber merkte das natürlich nicht. Der Bankdrop, also das gefälschte Bankkonto, hat sich dann immer mehr und mehr mit Geld gefüllt. Und irgendwann musste ja an das Geld rankommen. 1000 Euro war immer so das Übliche, was ich abgehoben habe. Mein Bruder und ich war eigentlich der, der immer Schmiere gestanden hat, so ein paar Meter weiter. Er ist dann zum Bankautomaten, hat die 1000 Euro abgehoben. Und dann war das für uns quasi erledigt. Das Einzige, was wir immer versucht haben zu beachten, ist, dass wir immer in einen anderen Ort gehen und immer einen anderen Geldautomaten. Weil für mich war das logisch so, wie soll die Polizei auf uns kommen? Woher sollen die wissen, zu welchem Geldautomaten wir als nächstes gehen, wenn wir den immer wechseln? Aus der Sicht von denen war das wahrscheinlich schon schlau. Nur sie haben nur Automaten gesucht, die im Freien liegen und im Großraum Stuttgart. Sie sind nie zweimal an denselben Automaten gegangen. Also war es doch für uns logischerweise nachzuforschen, wie viele Automaten gibt es denn tatsächlich noch, die im Freien liegen im Großraum Stuttgart. Und hurra, es blieben nur drei übrig, wo sie noch nicht waren. Dann war für mich ganz klar, dass es einer der drei ist und der nächste Automat, wo wir ihn vielleicht erwischen können. Und so sind wir vorgegangen. Wir sind da tatsächlich zum Beispiel zu der VIP-Ecke und immer großzügig gekauft, der Kellnerin gutes Trinkgeld und so gegeben. Man denkt dann so, das Finanzielle macht dann halt aus, so, dass du plötzlich was wert bist. Ich bin jetzt nicht der Typ, der gerne so strahlt oder prahlt, aber ich kann nicht sagen, dass es mir nicht auch gefallen hat. War schon nicht schlecht. Und habt ihr euch sicher gefühlt? Sehr sicher. Wir sind hier in der Wohnung meiner Eltern.
Es war im August 2012, als meine ganze Familie in der Türkei war. Nur mein Vater war hier. Und wir haben dann halt quasi eines Morgens dann plötzlich einen lauten Knall gehört, drüben an der Tür. Und da bin ich dann aufgewacht. Soll ich weiter erzählen? Ja, komm, du willst. Mein Vater ist dann schon aufgestanden und ist zur Tür gelaufen und hat dann rausgeguckt und hat mich dann auch gerufen und hat gesagt, Emre, komm sofort. Bin dann hier hingegangen und habe gesehen, wie mein Vater schon hier an der Tür steht und so leicht vom Türspalt hier guckt, was da los ist. Ich stand dann quasi hinter ihm und habe gesehen, wie die Wohnungstür drüben komplett aufgebrochen war. Wir haben keine Tür aufgebrochen, war gar nicht nötig, weil der Vater da war. Ich denke, er verwechselt da was. Wir haben geklingelt. Und als ich nicht kriegte, ein paar Mal geklopft und in dem Moment ging die andere Tür auf und da stand der Vater, hat natürlich gefragt, was los wäre. Ich habe mich vorgestellt, Bundespolizei mit Ausweis und den Gerichtsbeschluss gezeigt. Und dann ist er sofort rein, hat die Tür hier aufgemacht. Ich stand hier, mein Vater hier, er hat so einen Hausdurchsuchungsbefehl rausgeholt, hat mir dann direkt eine Handschelle angelegt hier. Wir sind dann hier reingelaufen, ich in Handschellen und hier dann ins Wohnzimmer rein. Und da saß ich dann quasi erstmal. Ich weiß nicht, wann es bei mir Klack gemacht hat, aber dann packt er diesen Zettel aus Hausdurchsuchung, liest dann vor, was alles passiert ist. Und es geht echt um Bahnticketverkauf. Und dann steht da irgendwie meine E-Mail-Adresse, mein echter Name drin. Dann ist er wieder rein und ich weiß nicht, das ging so eine Stunde. Es war so viel, aber auch irgendwie alles leer in meinem Kopf. Er beschreibt das ja sehr eindrücklich. Haben Sie ihn denn mal getroffen? Wir haben leider den Emre Adasch nicht angetroffen bei der Wohnungsdurchsuchung. Ich habe ihn nie persönlich gesehen. Was? Nein, ich weiß nicht, was bei ihm. Vielleicht liegt es zu weit zurück, dass er sich nicht erinnern kann. Ja, keine Ahnung. Also ich war da. Irgendwann sind die dann einfach gegangen. Die haben mir die Handschellen mitgenommen, die haben die Rechner und so alles mitgenommen. Und am Ende war dann hier komplett leer. Da habe ich auch gedacht, so, hä, du bist immer noch frei, die haben dich nicht mitgenommen, die haben keine Ahnung, mehr oder weniger. Dieses Gefühl der Unantastbarkeit war immer noch da. Wie so ein kleiner Fehler zwar, aber der wird nicht wieder vorkommen. Und dann ging es halt weiter. Ich wusste nicht, wie ich weitermachen soll. Dann habe ich mein Praktikum abgebrochen und habe dann wieder angefangen, mit meinem Bruder das zu machen, wo wir dachten, hey, wir sind gut darin. Und das waren Bahntickets verkaufen. Ja, okay, wir können das nicht auf Dauer machen, aber was wir machen können ist, wir machen das nicht mehr so lala, als wäre das so ein Nebenjob, sondern wir machen das richtig. In den nächsten 3 Monaten 100.000 Euro oder so zu machen und dann halt über das Studium oder was auch immer zu kommen, jeder was er möchte. Wir hatten ja jetzt schon ein Jahr Erfahrung und wir wussten ganz genau, wer uns gute Kreditkartendaten verkauft. Wir wussten, wo wir die Bankdrops herbekommen, die guten und so weiter. Wir hatten auch so ein kleines Netzwerk an Leuten und alles lief eigentlich super. Ne? Und man könnte sagen, so ein Peak und dann hast du so viel Geld auf dem Konto. Du denkst, ja Mann, ich hab's und du bist in diesem Flow. Er war wohl der Meinung, die Polizei hat nichts, die Polizei erwischt mich nie. Und hat dann weitergemacht. Aber es war natürlich eine völlige Fehleinschätzung von ihm. Wir hatten zumindest seine E-Mail-Adresse, wir hatten alles Mögliche über ihn gefunden. Ich habe mich dann in Ruhe hingesetzt, habe meine ganzen Akten zusammengeschrieben. Es waren dann mittlerweile 36 Aktenordner und war noch gar nicht ganz fertig, als ein Anruf kam von Kollegen aus München, die sagten, hey, du hast doch auch mal gegen den Adasch ermittelt. Sag ich, ja, richtig, aber wie kommen die jetzt darauf? Ja, wir hätten da auch was. Ende Januar kam eine Frau auf uns zu, die im Online-Plattform Mitfahrgelegenheit ein Ticket der Deutschen Bahn erkannt hatte und dabei festgestellt hat, dass der tatsächliche Verkaufspreis des Tickets deutlich höher war als der, der ihr angeboten wurde. Das hatten wir dann überprüft und konnten dann relativ schnell feststellen, dass mit dem Ticket nicht alles ganz sauber gelaufen ist. Und man konnte das abgleichen, das war fast identisch. Selbst der,
Selbst die Wahl der Ausschreibung, da war ein kleiner Rechtschreibfehler, da war genau derselbe Fehler drin. Also es war für mich dann hundertprozentig derselbe Mann, der das erstellt hatte. Wir haben in einer Woche 13.000 Euro gemacht. Das muss man ja auch irgendwie abheben. Ne? Das bedeutet, die Abhebevorgänge sind auch öfter gewesen, bis wir dann irgendwann leichtsinnig wurden. Wenn man nachher die räumlichen Verbindungen sieht, war es eigentlich Faulheit. Weil die Automaten, an denen er nachher häufiger abgeholt hat, auch in seiner räumlichen Umgebung waren. Und dann muss man seine polizeilichen Arbeiten halt daran ausrichten, dass man diese Automaten halt größer ins Auge fasst. Wir wussten immer, wenn wir verhaftet werden können, dann ist das am Geldautomaten. Aber das hat auch so einen gewissen Kick gegeben. Dann gehen wir zu diesem Geldautomaten. Und dann hat der Motorradhelm alles so wie gehabt, wie immer. Kurz vor Mitternacht. Keiner da, hab da nur einen Mann gesehen, aber da war eine Bar, eine Gaststätte gegenüber. Und dann dachte ich, okay, der wartet auf einen Kumpel. Da plötzlich im Amtsgericht gelandet mit Handschellen und jeder sieht mich in Handschellen und ich denke so, oh mein Gott. Und dann hat sie gesagt, okay, JVA Stammheim. Was? JVA Stammheim? Wie jetzt? Was jetzt? Ich bin Student, ich studiere doch. Ich dachte, come on, ich dachte nicht, dass ein Student plötzlich dann in Knast landet. Da komme ich in der JVA Stammheim an. Und das ist richtig, richtig harter Knast. Ich sehe dieses große, eklige Gebäude. Ich sehe diese Gitter. Ich höre, da hat sogar einer Frischfleisch geschrien, gerufen. Wahrscheinlich aus Joke, aber das Ding ist für mich, ich weiß ja nicht, ob das Joke ist. Und ich dachte, wow, was passiert jetzt mit mir hier? Und dann war ich drin. Im Gefängnis. Als ich dann das erste Mal in der Einzelzelle war, da kamen dann plötzlich alle Emotionen hoch. Es kam alles hoch. Ich habe dann auch halt auch gebetet, habe geweint. Ich glaube, ich habe mich sogar in den Schlaf reingeweint und so Gedanken an meinen Bruder, an meine Familie, an alles Mögliche, wen ich alles enttäuscht habe. Weiß nicht, ich dachte so, ist das ein Traum? Bin ich wirklich hier? Und dann hieß es auch immer so, der Student. So ein Junge wie du, der gehört hier nicht rein. Ich hatte auch den ersten Besuchstag meiner Eltern. Meine Mutter hat geweint. Ich war halt wirklich so mit gebeugtem Kopf. Mir war alles so peinlich. Ich war so auch als Bruder versagt, als Sohn versagt, generell versagt. Wir hatten natürlich unsere Ermittlungen, hatten natürlich bei den ersten Durchsuchungen halt auch Beweismaterial sichergestellt, was auch erstmal ausgewertet werden musste. Ich habe 2 Tage lang jeweils 8 Stunden ein Geständnis gemacht, komplett alles ausgepackt. Wahrgenommen haben wir ihn eigentlich als normalen Heranwachsenden, nicht der typische Straftäter, den man jetzt dort erwarten würde. Er wusste schon, was er kann und was er tut. Uns kam es halt immer vor, er wollte zwar alles sagen, aber doch in abgespeckter Form halt, um sich vielleicht doch eventuell irgendwie Türen aufrechtzuerhalten. Plötzlich ist alles Stopp. Ich bin in der Zelle und es ist komplett ruhig und dann hörst du halt nur noch deine eigene Stimme. Du hast einfach die Zeit,
dich neu zu orientieren und auch keiner, der dich beeinflusst. Und ich glaube, das war auch das, was die ganze Zeit mir gefehlt hat, dass ich mir selber sage, was will ich, wer bin ich, wohin will ich. Mein Ziel war, ich will studieren. Ich will alles dafür tun, um jetzt nach vorne zu blicken. Dann Wirtschaftsinformatik angefangen zu studieren, war die beste Zeit meines Lebens. Ich bin zwar morgens zur Uni und abends dann zur Haft zurück, habe dann auch das erste Semester richtig durchgezogen. Also es war irgendein relativ früh morgens, glaube ich 8 Uhr oder so aus meiner Sicht, habe mir immer überlegt, hui, wovon er denn herkommt. Von der JVA, da muss er jeden Morgen aber verdammt früh aufgestanden sein. Ist dann in die Vorlesung gekommen, hat die dann absolviert halt und nach Ende der Vorlesung ist er mit seinem Zettel immer angekommen von ans Pult und da musste ich unterschreiben, dass er da gewesen ist. Ich glaube, er kann ganz gut mit Menschen umgehen. Ich komme aus Hamburg, da sagt man so ein Schnacker, redet manchmal ein bisschen viel, was aber okay ist. Und er hat dann eben auch fachliche Beharrlichkeit in den Dingen, die er sich so ausgesucht hat, das zieht er dann auch wirklich durch. Wow, ich sehe den Geldautomaten jetzt zum ersten Mal nach 9 Jahren. Hier wird auch Bitcoin akzeptiert, oder was? Ich würde gerne aus Prinzip jetzt einfach mal 40 Euro abheben, weil ich ja die Bahntickets für 40 Euro verkauft habe. Das wäre schon cool. Habe ich überhaupt 40 Euro? Das ist die Frage. Okay, das muss ich jetzt noch machen. 40 Euro, beste. Ah, die guten alten Zeiten, wo ich 1000 Euro abgehoben habe. Ja, wie ist es hier zu sein? Also schon krass. Ich sag mal so, diese Verhaftung, die hier passiert ist, das Ganze mit dem Geld abheben, ich habe das richtig klar in Erinnerung. Und jetzt aber hier zu stehen und dann noch Geld abzuheben, ich weiß nicht, ist schon ein seltsames Gefühl. Aber ich bin froh, dass ich jetzt hier so stehen kann und wieder zurück bin. Ich bin zufrieden, ich bin glücklich und wahrscheinlich, es ist natürlich, ich bin wahrscheinlich jetzt nicht der Durchschnitt, der in der Haft rankommt und dann danach ist alles wieder gut und so. Ich habe auch hart dafür gearbeitet, würde ich sagen, aber es war ein wichtiger Stoß, Schubser, den ich gebraucht habe, um mein Leben eine richtige Richtung zu geben. Davor war er wirklich im Gefängnis, also nicht nur als er wirklich im Gefängnis war, sondern davor war er auch schon gefangen. Das, was ich mit 16, 17, 18, 19 erlebt habe, das hat er erst nach dem Gefängnis angefangen überhaupt zu leben. Da hat er so quasi, hat er mir so einmal sinnbildlich gesagt, das ist die Welt also. Ja. Ich bin Softwareentwickler. Ich würde schon sagen, dass ich verhältnismäßig gut, vielleicht sogar sehr gut verdiene. Ich bin mega stolz auf mich, wo ich heute bin. Also auch wenn mein Vater das vielleicht nicht ist. Ich glaube, es ging hauptsächlich immer um Anerkennung von ihm. Aber ich habe nie jetzt von ihm gesagt bekommen, dass er stolz auf mich ist. Und ich glaube, das wird er auch nie sagen. Finde ich tatsächlich, um ehrlich zu sein, schade. Aber ich kann da nichts dran ändern. Es ist halt normal, wie es ist.